Moin Leute, in diesem Video geht's um die drei Wirtschaftssektoren. Also den primären Sektor, den sekundären Sektor und den tertiären Sektor. Mit den drei Sektoren kann man die Wirtschaft in drei unterschiedliche Bereiche einteilen. Der erste Bereich ist der primäre Sektor. Den primären Sektor könnt ihr auch Urproduktion nennen. Der primäre Sektor umfasst alle Arbeiten, bei denen Rohstoffe produziert oder abgebaut werden. Also alle Tätigkeiten, wo jemand etwas aus der Natur entnimmt. Beispiele dafür sind die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft, die Jagd oder die Fischerei. Es werden also Rohstoffe oder Rohprodukte hergestellt. Sowas wie Holz, wie das Stück Holz hier. Andere Rohstoffe sind zum Beispiel Baumwolle oder Weizen. Also alles Dinge, die noch nicht verarbeitet sind. Wenn ihr also Bock auf eine Karriere als Holzfäller habt, dann arbeitet ihr im primären Sektor. Okay, also alle Branchen, bei denen Rohstoffe hergestellt werden, gehören zum primären Sektor. Okay, dann geht's weiter mit dem sekundären Sektor. Das ist das produzierende Gewerbe. Das heißt, es werden Rohstoffe wie das Stück Holz zu einem Produkt weiterverarbeitet, wie zu einem Segelboot. Die eigentliche Wertschöpfung liegt jetzt in der Verarbeitung. Wenn die Materialien von dem Boot zum Beispiel 10.000 Euronen kosten und das Boot dann hinterher für 30.000 Euro verkauft wird, dann entfallen 20.000 Euro der Wertschöpfung auf die Verarbeitung, also den sekundären Sektor. Okay, der sekundäre Sektor verarbeitet also Rohstoffe. Merkt euch für den sekundären Sektor auch noch, dass die Industrie und das Handwerk dazugehören. Viele Jobs im sekundären Sektor gibt es zum Beispiel in der Automobilindustrie. Dann gibt es noch zwei Branchen, die manchmal in den primären Sektor und manchmal in den sekundären Sektor eingeteilt werden. Einmal der Bergbau und einmal die Energiewirtschaft. Meistens sind die dem sekundären Sektor zugeteilt, manchmal aber auch dem primären Sektor. Merkt euch da einfach, dass die unterschiedlich eingeteilt werden. Okay, der primäre Sektor holt die Rohstoffe aus der Natur und der sekundäre Sektor verarbeitet diese weiter. Dann bleibt noch der tertiäre Sektor übrig. Was zum Pavian-Arsch hat's damit auf sich? Passt auf, der tertiäre Sektor umfasst alle Berufe, die Dienstleistungen tätigen. Was sind nochmal Dienstleistungen? Dienstleistungen sind Arbeiten, bei denen die Arbeit selbst bezahlt wird und nicht die Herstellung von einem bestimmten Produkt. Wenn ihr euch zum Beispiel einen Anwalt nehmen müsst, weil ihr mal wieder in den Vorgarten der Nachbarn gekackt habt, dann ist die Strafverteidigung von dem Anwalt eine Dienstleistung an euch. Ihr bezahlt also dafür, dass jemand anderes etwas für euch macht. Ihr bekommt also keine Ware, sondern eine Dienstleistung oder auf Englisch einen Service. Es gibt aber noch eine Menge anderer Berufe aus dem tertiären Sektor als nur den Strafverteidiger. Ein Friseur bietet euch die Dienstleistung an, euch die Haare zu schneiden. Und auch Lehrer und Ärzte sind Dienstleister. Wichtige Bereiche sind Beratung und Service, Ausbildung und Erziehung, Handel oder auch Logistik oder Verwaltung. Okay, gut, merkt euch also, alle Berufe, bei denen eine Tätigkeit bzw. ein Service und kein Produkt im Vordergrund stehen, gehören zum tertiären Sektor. In manchen Quellen findet ihr neben den drei Wirtschaftssektoren auch noch einen vierten, den quartären Sektor. Der umfasst auch Dienstleistungen, gehört also eigentlich auch zum tertiären Sektor. Im quartären Sektor arbeiten Menschen, die ganz grob gesagt was mit Informationen zu tun haben. Also Informationen zusammenstellen, bearbeiten oder übermitteln. Deshalb spricht man auch von Informationsdienstleistungen. Das sind dann Berufe wie Softwareentwickler, Anwalt oder Unternehmensberater. Aber was sind eigentlich Informationen? Informationen sind nichts anderes als Daten oder Wissen. Darunter fallen dann Computerprogramme, Beratungen, Coachings oder Bücher. Deshalb spricht man im quartären Sektor auch von Informationsdienstleistungen und Informationsdienstleistern. Mal ein kurzes Beispiel dazu. Ein Friseur arbeitet im tertiären Sektor, aber nicht im quartären Sektor. Der Friseur bietet die Dienstleistung des Haareschneidens. Es wird also quasi die Tätigkeit Haareschneiden verkauft. Bei einem Softwareentwickler bezahlt der Kunde die Software. Das ist dann die Information. Deshalb gehört der Softwareentwickler in den quartären Sektor. Gemeinsam haben Berufe aus dem quartären Sektor auch, dass sie in der Regel ziemlich gut bezahlt werden. Außerdem braucht man oft eine lange Ausbildung und muss das Gehirn oft ordentlich fordern. Zuletzt könnt ihr euch dazu noch merken, dass der Anteil vom quartären Sektor, vor allem in Industrieländern, in letzter Zeit stark zugenommen hat. Also nochmal kurz gesagt, Berufstätige im quartären Sektor bearbeiten Informationen, haben eine geistig anspruchsvolle Arbeit und verdienen eine Menge Geld. Okay, merkt euch also, der primäre Sektor erzeugt Rohstoffe aus der Natur. Der sekundäre Sektor verarbeitet diese und der tertiäre Sektor bietet Dienstleistungen an. Dann gibt es noch den quartären Sektor, der ist eigentlich Teil des tertiären Sektors.
Wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt, dann kommt einfach auf thesimpleclub.de und ladet euch unsere App runter. Bis gleich!